Da-da-da-da! Und da sind wir wieder bei Mario Kart 8. Am Start, Mario driftet schon fett um die Kurve auf dem Bild da. Und genauso werden wir das gleich tun im gespiegelten Pilzcup. Blumencup. Den Pilzcup hatten wir beim letzten Mal. Wenn man gerade an was anderes denkt, dann sagt man immer das, was man gerade denkt. Nicht immer, aber bei mir ist das öfter mal so. Ja, ich habe jetzt Bock auf Yoshi und will mit einem... Oh Mann, soll ich mir das zutrauen? Es sieht cool aus, aber soll ich mir das zutrauen? Ich will ja mal andere Sachen zeigen. Oder das hier. Ne, das fahren wir nachher mit einem Bowser-Typi. Wir fahren jetzt mit Yoshi mal... Oder das Ding hier? Ja, wir fahren jetzt mal das hier. Komm, ich hab Bock auf Wiggler. Wiggler am Start. Was ist hier am besten... Wieder die roten Reifen, die geben uns wieder reichlich Tempo, aber die geben uns noch mehr Tempo, also nehmen wir jetzt mal die. Okay. Blumencup! Ich hatte mir erst überlegt, ob ich diesmal von der anderen Reihenfolge anfange und mal einen Panzercup, aber nee. Ich will jetzt die fahren, die am weitesten weg sind, damit das auch die größte Abwechslung hier wird. Und wir gehen hier schön der Reihenfolge nach, dann kann auch nichts schief gehen. So dachte ich mir das. Ich hatte ja auch gehofft, jetzt, wo die E3 gerade war, dass, dass irgendwie vielleicht noch was für Mario Kart angekündigt wird, ein DLC oder sowas. Aber tote Hose, nichts war damit. Bisschen schade irgendwie, weil das Spiel hat sich ja echt gut verkauft anscheinend. Und ja, wäre halt cool gewesen, wenn Nintendo gesagt hätte, ja, hier habt ihr noch ein bisschen Stuff. Vor allem, weil ja auch weil die Stages im Kampfmodus, also zum Beispiel Ballon Battle und so, Ballonbalgerei, ist ja nicht ganz so episch. Die Strecken da sind ja nichts Neues, die sind ja nur die, die man sonst auch schon kennt. Jetzt aus dem normalen Fahren. Da dachte ich, dass es da vielleicht ein paar neue gibt. Ja, aber nichts ist damit. Und mir ist gerade aufgefallen, am Anfang der Strecke, könnt ihr ja mal drauf achten, da ist ja links so ein Garagentor, also normalerweise ist es rechts, jetzt ist es aber links wegen dem Gespiegelten. Und da sieht man halt das Kart von Mario auf Marios Piste hier. Das ist sozusagen... Weil es seine Piste ist, hat er hier auch seinen Trainingstrack natürlich. Ja, das ist echt witzig, dass Mario da seinen Kartstern hat. Warte, jetzt hier gleich links. Da sieht man es, da links. Habt ihr es gesehen? Richtig lustig irgendwie. Goombas geht uns nicht in den Weg. Geht uns nicht in den Weg. La la la. So, hier mit Wiggler fährt sich das überraschend gut. Also, ich hätte gedacht, es fährt sich nicht so gut, weil das irgendwie so komisch aussah. Aber das liegt gut in der Kurve, das hat eine gute Haftung. Der Boost ist auch nicht von schlechten Eltern. Also, was auch ein nices Fahrzeug ist. Also, so kann man immer sein Fahrzeugarsenal ein bisschen erweitern. Also, ich fahre mit dem jetzt auch ziemlich gerne. Also, von den außergewöhnlichen Karts ist das Wiggler-Kart anscheinend echt gut. Ja. Toll, auf die Strecke. Ja, Rosalina, natürlich. Dich dürfte es eigentlich gar nicht geben. Du bist nie ein Baby gewesen. Rosalina ist ja schon irgendwie, laut der Mario Galaxy Story, irgendwie schon halb erwachsen da zur Welt gekommen oder auf der Bildfläche erschienen. Also ein Baby kann sie eigentlich gar nicht gewesen sein. Sie ist irgendwie entstanden aus Sternendunst. Ich weiß es nicht. Wurde vom Storch gebracht oder so. Keine Ahnung. Oh oh. Das ist nicht gut. Es ist gar nicht gut. Oh, oh ja. Komm, komm, komm. Ja! Ja! Geile Scheiße. Roter Panzer forever. Oder ist sie eine Banane gefahren? Ne, ich glaube, es war eine Banane. Kein roter Panzer, das laber ich. Bananen forever. Ich habe echt schon wieder vergessen, was die da reingefahren ist. Es ist mir auch scheißegal gewesen in dem Moment, weil ich einfach mal gedacht habe, jetzt überhole ich sie noch und es hat geklappt. Und ach ja, schön, toll. Wenn die blauen Panzer schon vorm Ziel kommen, dann können wenigstens noch die Gegner abgeschossen werden, sage ich mal dazu. Toads Hafenstadt mit der Freiheitsstatue von Peach. Die einen Stern hochhält und eine Blume in der Hand hält. So, diesmal geht's nach links, nicht nach rechts, nicht vergessen. Ist endlich der Start auch vertauscht? Startet man nicht endlich vorne links? Baby Rosalina legt hier wieder los. Oh, da wäre ich jetzt fast... ich wollte eigentlich da rechts rüberfahren, aber ich dachte, das wäre jetzt links und... Oh mein Gott. Es
wird jetzt immer schwerer, mit den Bahnen hier klarzukommen. Weil sie auch immer komplexer werden. Okay, jetzt geht's links lang. Ja, genau. Du Mistvieh. Oh mein Gott. Boah. Das Ding hat ja einen Booster. Fliegt da fixe 3 Kilometer weit. Yoshi streckt den Gegnern seine Zunge raus. Der kann die dabei fast ablecken. Hahaha. Tja, Toad. Wer uns überholt, der hat dafür zu büßen. So, diesmal fahre ich aber hier rüber. Oben lang, sehr schön. Hier einen kleinen Drift hinlegen, weil wir cool sind. So, noch einen kleinen Drift hinlegen, weil wir cool sind. Okay, dann haben wir die Chance nicht bekommen, egal. Die hätten sie auch echt über die gesamte Breite ziehen können. Dann könnte man da wenigstens ordentlich lang driften. So, diesmal kommt Rosalina nicht von der Seite. Miau. Ja, badahu! Ja, warte, hier bremse mal kurz. Damit wir gleich wieder den Turbo-Boost kriegen. Sehr schön. Um wieder auf maximaler Geschwindigkeit zu sein. Ist auch so ein kleiner Trick, wenn ihr euch da gerade von der Turboplatte befindet und der Blue Shell ankommt, dann könnt ihr einfach ganz kurz stehen bleiben. Und dann gleich wieder den Turbo akkassieren. Wenn er zum Beispiel ein Gegner dran an den Fersen hängt und man hört den schon vorher oder sieht den schon auf dem Gamepad, dann kann man auch bremsen, damit der andere von ihm getroffen wird. Aber das ist auch ziemlich riskant, weil manchmal ist das Ding so auf einen fixiert, dass man dann trotzdem getroffen wird, auch wenn man dann Zweiter ist. Ja, wo wir schon mit der E3 heute angefangen haben, hier zu reden, was war noch ziemlich krass? Ich fand noch ziemlich krass das neue Zelda-Spiel, was angekündigt wurde, natürlich. Dann freue ich mich persönlich ja ziemlich stark auf Sonic Boom. Ich bin ja ein großer Sonic-Fan, wer es noch nicht mitbekommen hat. Ich spiele die Spiele sehr gerne. Ich bin ein großer Fan. Ich habe auch meinen eigenen Kanal zum Thema Sonic. Der ist auch auf unserem Kanal verlinkt. Freue ich mich eigentlich schon, das zu Let's Playen. Wahrscheinlich wird Fabian, also sehr wahrscheinlich wird Fabian das mit mir zusammenspielen, weil es ja wahrscheinlich einen Co-op-Story-Modus geben wird dort. Ja, sogar mit Gamepad-Support diesmal, dass einer auf dem Gamepad spielen kann und einer auf dem TV-Bildschirm. Jeder hat einen eigenen Bildschirm. Da möchte ich das gerne mit ihm Let's Playen. Er hat das auch schon sein Interesse dann gut geäußert. Ja, was war noch cooles? Natürlich das neue Xenoblade. Wie hieß es? Ich glaube, Xenoblade, weiß ich jetzt, ich weiß es jetzt gar nicht. Auf jeden Fall neue Xenoblade Chronicles, glaube ich sogar. Werde ich mir diesmal auch angucken, auch wenn ich selber Xenoblade Chronicles 1 gar nicht gespielt habe. Werde ich mir auf jeden Fall das neue geben, weil das echt geil aussieht. So ein bisschen hochmodernisiert gefällt mir das schon viel, viel besser. Und auch die Grafik natürlich. Ja. Das neue Zelda soll ja so ein bisschen mehr Skyrim-Feeling kriegen, also eine größere Welt zum Erkunden und so weiter. Bisschen mehr freiwillige Entscheidung, keine festgelegte Quest-Linie mehr. Das ist zum Beispiel auch eine sehr coole Sache. Ja, was wurde noch angekündigt? Dieses komische Tod's Adventure von Super Mario 3D World. Wir haben jetzt kein neues Mario-Spiel bekommen. Vielleicht arbeiten sie ja mal an was Größerem. Ich meine, ich mag die Mario-Spiele schon, die es im Moment so gab, aber sie sind halt nicht so special wie die früheren Teile. Zum Beispiel Super Mario Galaxy und Super Mario Sunshine. Die Spiele waren echt special, die hatten immer neue Sachen dabei. Und wer weiß, woran die jetzt gerade arbeiten. Vielleicht mal wieder an einem neuen Adventure-Style Mario. Und da ist schon der blaue Panzer, toll. Ja, also so, vielleicht sogar ein Sunshine 2. Wir hatten ja auch Luigi's Mansion 2 für ein 3DS. Mal gucken, was da so für Video geben wird. Ja, dann gab es ja noch dieses neue Splash Toons, glaube ich, hieß das. Ein ganz neues Franchise, wo man mit Farbkanonen seine Gegner abballert. Hört sich jetzt erstmal sehr kindisch an, aber es hat ein cooles Spielprinzip, finde ich, weil man, wer mehr, sozusagen mehr von der Stage mit seiner Farbe bespritzt hat, der kriegt halt mehr Punkte. Das fand ich eigentlich ziemlich interessant, also auch auf jeden Fall wert, werde ich mir wahrscheinlich auch holen.
Ja, weil so viele Wii-U-Spiele gibt es ja nicht. Und wenn es dann schon mal was Außergewöhnliches gibt, dann schlägt man da natürlich zu. Bayonetta 2 hoffentlich auch in Deutschland mit der Bayonetta 1-Edition, dass man da beide Spiele bekommt. Bayonetta 1 und Bayonetta 2. Wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Also bis jetzt wurde es ja nur für Amerika angekündigt. Ich hoffe, dass es auch in Deutschland und Europa kommt. Hoffentlich auch kostenlos, also dass man das Spiel geschenkt bekommt. Da hatte Fabian auch schon seine Sorgen geäußert. Er meinte, irgendwie, dass er hofft, dass es auch in Deutschland halt als Geschenk gibt. Weil wohl das eine Spiel ab 18 ist und das andere ab 16 und die beiden in einer Verpackung zu verkaufen, ist nicht ganz so einfach in Deutschland. Also müsste man die einzeln irgendwie verkaufen. Oder als Special Edition komplett ab 18. Ja, mal gucken. 45 Punkte, das läuft wieder, Leute, das läuft, ich sag's euch. Gab's noch irgendwas, was mich sehr interessiert hat? Muss ich gerade überlegen. Der Mario-Bilder war ganz interessant. Jetzt war ich nicht sowas ultra-hammermäßiges. Aber auch ganz interessant, halt seine eigene Mario-Stage zu entwerfen. Man kann ja die verrücktesten Sachen machen. Ich habe ja auch immer das Nintendo Treehouse geguckt, da habe ich schon so einiges gesehen. Ah, jetzt habe ich fast vergessen, Hyrule Warriors natürlich. Da freue ich mich ja mit am allermeisten drauf. Das sieht so geil aus und man kann die ganzen Charaktere spielen und sonst was. Und wenn ich jetzt die ganzen Charaktere sage, komme ich natürlich auch gleich wieder zu Smash Bros. Auch wenn wir alle wussten, dass Smash Bros. Auf der E3 sein wird, das ist ja keine neue Sache jetzt gewesen, haben wir immerhin neue Charaktere bekommen, was ich auch ziemlich cool finde. Lady Palutena war ja sowieso schon eigentlich klar, so viele Hinweise, wie es da gegeben hat von Seiten von Sakurai. Sakurai ist ja der Entwickler, wer es nicht weiß. Nee, auf jeden Fall sehr, sehr geile E3. Auch Pac-Man wurde angekündigt noch. Ja, und man hat sehr viel Gameplay von dem neuen Smash Bros. Gesehen. Und ich muss sagen, dass ich hier runterfahre, ist echt scheiße. Ja, aber das Spiel sieht echt super aus, macht einen guten Eindruck. Wird sehr viele Überraschungen in dem Spiel geben, denke ich mal. Auch seitens des Balancings und was man da so einstellen kann. So, man kann ja seinen Charakteren jetzt andere Fähigkeiten geben und so weiter. Und da kommt ja noch dieses Amiibo dazu, womit man dann seine Spielefigur auf das Gamepad setzen kann und dann das sozusagen hochleveln kann und damit interagieren kann. Auch echt eine sehr nette Idee. Und wir werden hier gerade die ganze Zeit nur abgeschossen. Das ist ein bisschen nervig gerade. Ja, auf jeden Fall sehr nette E3. Also für Nintendo-Fans war das die Nintendo-Sachen auf jeden Fall nicht zu knapp. Auch wenn Nintendo da diesmal keine Pressekonferenz gemacht hat, ist das mit dem Digital Event echt cool gewesen. Die haben sich da auch Mühe gegeben, das interessant zu gestalten. Ja, viel von Zelda wurde natürlich, auch von dem neuen Zelda wurde natürlich noch nicht gezeigt. Jetzt sind wir schon in der finalen Runde und immer noch Dritter, das ist nervig. Ich würde schon gern noch Erster werden. Donkey Kong noch die Banane mitgegeben. Hey, was hat euch denn an der E3 besonders gut gefallen? Also, wie gesagt, bei mir war es im Grunde genommen das neue Zelda und Smash Bros. gepaart mit Sonic Boom. Hyrule Warriors hat mir auch gefallen. Ehrlich, hat mir fast alles gut gefallen. Ich meine, neue Sachen für die Wii U sind immer geil. Und dann gab es ja noch dieses ins Geheime, was gar nicht offiziell da gemacht wurde. Dass es Star Fox für die Wii U in Arbeit ist, von Shigeru Miyamoto. Jetzt sind wir echt nur Zweiter geworden wegen der Scheiße. Naja, egal. Erster ist Erster, würde ich mal sagen. Trotzdem solide gemeistert hier. Ja, Star Fox Wii U mit einer neuen Steuerung ist mir auch noch nicht so ganz klar, wie das funktionieren soll, weil die Steuerung manchmal möchte man einfach nicht mit Motion-Steuerung spielen. Aber es wäre schon geil, wenn das alles so klappt. Blumencup, Leute, Blumencup. Und wir haben nochmal hier das Highlight, wo ich vom blauen Panzer getroffen wurde. Ihr müsst mir das übrigens sagen, wenn euch das nicht gefällt, dass ich die ganzen Vorschau- und Abspannsachen hier immer anlasse. Wenn ihr sagt, nee, wir kennen das jetzt schon, wir haben keinen Bock, das uns nochmal und nochmal anzugucken, dann drücke ich die auch weg, aber dann müsst ihr mir das in den Kommentaren rechtzeitig sagen.
Dann versuche ich das bei der nächsten Aufnahme zu berücksichtigen. Dass ich die immer wegdrücke, die Sachen. Ja, auf jeden Fall möchte ich jetzt gerne meinen Goldpokal in Empfang nehmen. Da. 2 Sterne nur, ja, okay. Beim ersten Mal, Spiegel und so, ihr wisst, ne, kann schwer sein. Okay, dann würde ich an der Stelle sagen, danke, dass ihr dabei wart, wie immer. Und ja, kommentieren und liken, wenn ihr Bock habt. Daumen nach oben geben. Abonnieren wäre auch nicht schlecht. Und wir sehen uns beim nächsten Part von Mario Kart. Oh, wie gerne ich das sage. Tschüss.